Servus zusammen, Rashko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind hier gerade in dem Spiel Cast Clash Ära der Legenden und hier will ich heute mit euch zusammen das Spiel spielen. Was für ein Wunder. Und zudem will ich mit euch eine Art Frage-Video interaktiv machen. Das heißt, ihr könnt hier in dem Video heute miterleben bzw. mitbestimmen, was nächste Woche passiert. Und was nächste Woche passiert, ist eine wirklich richtig ein entscheidender Punkt für meinen Account. Dazu werden wir gleich kommen. Bevor wir das machen, will ich jetzt aber erstmal einen Dank aussprechen, denn es ist unglaublich und ich hätte wirklich, wenn ihr mir das vor einem halben Jahr gesagt hättet, hätte ich euch in den Kartoffelsack gesteckt und hätte euch, China auf jeden Fall. Denn wir haben einen neuen Rekord aufgestellt, beziehungsweise eine Person hat einen neuen Rekord aufgestellt. Ich habe es im letzten Weekly Update schon mal gesagt, denn wir haben unseren Choranführer hier einen riesen Dank anzusprechen, denn er hat über, beziehungsweise ganz genau 100.000 Splitter gespendet. 100.000 Splitter. Dafür bekommt er mal einen kleinen Applaus von mir und einen großen Applaus von den Leuten hinter mir. So, das reicht dann auch wieder. Sean16, vielen Dank erstens für deine Mitgliedschaft, zweitens für deinen wirklich super Dienst als Choranführer. Ich kann mir keinen besseren Choranführer vorstellen. Gut, liegt vielleicht auch daran, dass ich keinen anderen habe. Und vielen, vielen, vielen krassen Dank für die 100.000 Splitter. Ich glaube, der Boss ist uns auf jeden Fall sicher. Den können wir jetzt jeden Tag zehnmal starten mit dem, was du gespendet hast. Ist auf jeden Fall eine richtig, richtig schnieke, coole, sexy Sache. Derzeit von den Krediten hier sind wir auch deutschlandweit hier auf Platz 96. Das ist natürlich eine krasse Nummer. Und von der Macht her hier auf... Nein, wartet, von den Krediten her auf Platz 121 und von der Macht her auf Platz 96. Das ist schon eine krasse Nummer. Wir haben noch 3 Plätze frei. Ihr könnt gerne beitreten, dazu muss ich aber sagen. Und das ist wahrscheinlich jedem schon bekannt. Wir sind Fackelkampf-Nieten und auch die Gildenkämpfe sind meistens von uns als Zuschauer betrachtet. Und den Sieg lassen wir natürlich freiwillig den Gegnern, dass die auch ein bisschen Spaß haben im Spiel. Okay, das kommt jetzt ein bisschen negativ rüber, ne? Was kann ich denn da machen? In meiner Gilde schreibe ich jeden Tag einen guten Witz in den Chat. Ich glaube, das reicht auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich labere schon wieder totale Sachen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu dem ihr jetzt hier wichtig werdet. Ihr seid eigentlich immer wichtig, denn ohne euch würde ich wahrscheinlich die Videos hier gar nicht machen. Meine lieben Freunde oder noch nicht Freunde oder einfach nur Zuschauer, die Leute, die es noch werden wollen. Ich werde bzw. habe vor, nächste Woche einen Held zu evolvieren. Das ist ein Punkt, den beziehungsweise was als nächste Woche. Nächste Woche kommt das Video, in dem ich dann meine Entscheidung preisgebe. Und diese Entscheidung, die trefft ihr. Denn unten in den Kommentaren werden Kommentare von mir sein. Und in den Kommentaren wird stehen Kürbisherzog. Es wird Orcsbane drinstehen. Es wird der Eros drinstehen. Diese drei Helden, Eros, Kürbisherzog und Orcsbane, werden unten in den Kommentaren stehen. Und ihr stoppt jetzt kurz das Video, geht runter und liked den Helden, den ihr am stärksten vertretet und schreibt runter, warum ich diesen Helden zuerst evolvieren soll. 6,5 Stunden später. Mein großer Favorit ist natürlich, ich sage jetzt aber mal Kürbisherzog, weil er so ein krasser Held ist. Wobei ich Orcsbane auch ziemlich nice finde, ist derzeit auch 180, kann ich jetzt upgraden. Ich werde meine Helden mit Level 185 dann evolvieren, um dann genug Bücher zurückzubekommen. Ich glaube, den Druiden habe ich auf 150 gebracht. Oder 155, allein mit den Büchern, die ich zurückbekommen habe. Wie gesagt, der Eros, der ist zwar erst 144, aber wenn wir die Entscheidung dann gefällt haben und ich nächste Woche dann preisgebe, welcher Held hier evolviert wird, dann werde ich hier drauf gehen, EP verdienen und werde hier, während ich den Eros die nächsten Tage in den Wellen noch hochgehauen habe, ein paar Bücher reinpacken, dann ist er schon 177 und ich denke mal, die nächsten 3 Level, die schaffe ich auf jeden Fall mit täglich Wellen in den Dungeons noch reinhauen. Da ist er auf jeden Fall auch 180. Dann nächste Woche, um an der Entscheidung teilzunehmen, Eros, Kürbisherzog oder Orcsbane. Das sind die 3 Helden, die ich bzw. einen davon evolvieren will. Der Dünnergott derzeit nicht. Würde mir persönlich jetzt wirklich zu lange dauern, um den auch 180 zu ziehen. Das sind dann nochmal 10 Level und das dauert wieder 2-3 Wochen und das gefällt mir gar nicht. Mein erster war der gute Druide und ja, jetzt bin ich mal wirklich gespannt auf euer Feedback. Ich habe schon vielen Videos vor angekündigt, dass ich bald wieder einen Held evolvieren werde und dass ihr entscheiden dürft. Jetzt ist es an der Reihe.
Nee, ihr seid Tausende und ihr könnt entscheiden und ich will auch, dass ihr entscheidet. Ich will, dass ihr die Möglichkeit habt, meinen Account so zu steuern. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was rauskommt. Orcsbane, Kübelserzog oder Eros. Es sind einfach drei richtig starke Helden. Beim Orcsbane bin ich mal gespannt, wieso die Bewertungen sein werden. Wir sind jetzt aber auch gespannt, was hier jetzt noch mein Questboard ist. Hier erstmal ein paar Splitter. Derzeit die Splitter habe ich 14.000. Ich bin noch nicht, beziehungsweise weiß noch nicht, ob ich die Splitter aufheben soll für Opfer oder ob ich mir den neuen Held kaufen soll. Dazu wird... Also was heißt der neue Held? Der neue Heldin Beast Meister, den kann man ja leider nicht kaufen, aber ich meine den neuesten Phantomkönig, den neuesten Splitterheld der Phantomkönig, soll ich mir kaufen oder nicht? Auch jetzt hier einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Es ist schon wieder so viel, was ihr in die Kommentare schreiben könnt. Sorry, das ist Quatsch, das ist meine Zunge war. Ja, wir machen jetzt einfach die Quests weiter hier, bevor ich noch weiter rumzungel und das Ganze hier in irgendwelche Porno-Titel ausartet. Ich bin derzeit hier wieder aktiver bzw. stärker vertreten im verlassenen Königreich und wir können jetzt ein bisschen angreifen. Ich habe genug Energie, werden wir auch nachher sehen. Ich glaube, ich habe 50 oder 60 Stamina-Karten, um hier ein bisschen rumzulaufen. Werden natürlich aber dann erstmal noch ein paar Sachen machen, um Ruhmpunkte zu sammeln für Evo, Hero-Expeditionen. Arena können wir kämpfen. Oh, Arena, ich glaube, das machen wir direkt. Scheiß aufs verlassene Königreich. Ich habe jetzt mehr Bock auf die Arena. Gehen wir mal rein. Habe ich eben schon mal ein paar Kämpfe gemacht. Bin derzeit auf Platz 7900. Ach, das ist ja peinlich. So, geh mir rein. The Clunky. Und er hat dabei... Oh, wie ich Dreadrake hasse. Wie ich diesen Captain hasse. Okay, 157er Dreadrake. Das ist immer so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, Orcsbane ist vorne. Darum auch so ein Grund von mir, soll ich ihn evolvieren oder nicht, denn derzeit der einzige Held für mich in der Arena, der dann schon vorne ist, der dann schon Schaden macht, der dann seinen Verbündeten schon Leben gibt und der natürlich nicht gestunt werden kann, aber ich glaube den Kampf gewinnen, ja, gewinnen wir locker easy, sind hier 1000 Plätze aufgestiegen, falls euch wundert und ihr euch Stimmen im Hintergrund hört, das kann entweder daran liegen, dass ihr schizophren seid oder daran, dass mein Bruder gerade im Hintergrund was gesagt hat. Sucht euch eine Möglichkeit aus. Wir haben uns jetzt hier Tamme ausgesucht, ein starker Gegner. Schädelkrieger hat aber dabei eher Dreadrake dabei und ich glaube, den Kampf werden wir verlieren. Es ist ein Kampf der... Giganten darf man gar nicht sagen, denn... wobei, es könnte... Achtung! Sehr cool. Meine Stimme. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. 179er PD. Er hatte Sunderboom dabei. Er hatte Dreadrake dabei. Zwei wirklich starke Arena-Helden. Schädelkrieger natürlich. Ihr wisst alle, der macht Schaden. Und ja, trotzdem, danke. Ich sag immer Dank der Succubus, aber es ist wirklich so. Succubus, ich verwende sie immer noch und sie ist einfach immer noch sehr, sehr stark. Ach komm, den Horst. Den Horst, den können wir nicht alleine da lassen. Das ist süß. Das ist wirklich süß. Genau wie die Schokolade, die ich vor 2 Wochen im Stream gegessen habe. Letzte Woche auch, oh Gott, letzte Woche, Gummibärchen. Ich habe während des Streams, also Livestream mache ich ja jeden Sonntag um 19 Uhr, habe ich eine ganze Packung Haribo. Also ihr kennt die Firma wahrscheinlich, wird nur anders geschrieben. eine ganze Packung Haribo, ich glaube es waren 250 Gramm oder so, innerhalb von einer Stunde gegessen. Ihr wolltet nicht wissen, wie schlecht es mir danach ging. Macht das niemals. Packung Haribo essen. Ich lebe sowieso generell, wenn ich streame, bin ich so ungesund. Letzte Woche Haribo. Davor hat mir Sportliche Ritter Schokolade. Das sind einfach Ernährungs... Ich glaube, nächste Woche kommt einfach eine Packung Chips. Also diese Woche kommt... Boah, nee, Chips im Stream. Ich glaube, das wäre so ziemlich das assigste... Assigste ist es... Einfach das ganze Geknirsche im Hintergrund. Was wollte ich machen? Genau, Hero-Expeditionen. Finde ich auch sehr geil. Der Look wurde hier geändert. Ich habe mir erstmal gedacht, was ist denn hier los? Sind das überhaupt die Hero-Expeditionen? Was ist hier los? Am Ende waren es dann doch die Hero-Expeditionen. Ich konnte glücklich einschlafen und wir können jetzt auch glücklich in den Kampf gehen. Okay, wir sind drin, suchen uns hier erstmal einen schnieken Gegner aus. Der sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, wird aber wahrscheinlich gleich... Okay, hier die Pixie da oben. Ich warte noch ein bisschen ab mit dem... Dönergott, den setzen wir dann hier unten, denn wir haben hier in der Mitte, ihr seht, nur einen einzelnen Orks mit derzeit 121, der wird eigentlich weggerippt ohne Ende, den rasieren wir weg, es war eine Kiste, aber auch Kisten können im Berg runterrollen und
der Satz hat gar keinen Sinn gemacht. Ich schaue jetzt immer wieder hier auf die Helden, auf meine Helden, die hier gerade den Orksband des Todes geweiht haben. Ich setze noch schnell den Druiden. Der Druide ist evolviert, der nimmt den Schaden auf, der absolviert den Schaden und wandelt ihn in gebüllte Heilung. Druide immer noch einer der stärksten Helden für mich hier in meinem Team. Auch einer der längst, beziehungsweise der längste Held, den ich drin habe, schon über zwei Jahre. Es ist ein krasser Held, und ich verwende ihn immer noch sehr, sehr gerne und kann jedem wirklich sagen, nehmt euren Druiden und haut alle möglichen Sachen in ihn rein, es schadet nie, die wenigsten verwenden keinen Druiden mehr in ihrem Team. So, dann schauen wir hier das nächste Team an, Nighty Girls. Okay, der Gegner ist interessant, hat aber leider, wie gesagt, viele Helden drin. Ich klicke ungern weiter, will jetzt aber trotzdem mal weiter klicken. Der Gegner ist noch interessanter. Wir könnten nämlich hier, ich glaube, wir schaffen es. Ich will mich jetzt nicht zu stark aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, wir schaffen es, dass wir hier die 50% einfach ganz außen machen. Ja, sollte drin sein. Sollte locker easy drin sein. Setzen wir da drüben noch den BD, hier noch den Eros, hier noch den Dünnergott. Die Frage ist natürlich, hat jetzt Dreadrake oder sowas drin? Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Nein, hat er nicht. Denn Dreadrake, das ist immer. Du greifst an, freust dich schon. Ja, geiler Draufbau, kannst du von außen viele Prozente mitnehmen. Und dann ist da so ein Dreadrake drin und der wirft seine Kugeln auf dich. Und dann denkst du dir auch einfach nur, alles klar. Ja, genau das denkt man sich dann auch. Gott sei Dank denke ich es mir meistens nur und rede währenddessen nicht mit irgendwelchen Leuten. 74%, ja, dann können wir den Kampf abbrechen und greifen direkt hier weiter an. Nutzen die Möglichkeit der Überraschung. Ja, die Gegner sind jetzt auf jeden Fall überrascht, dass ich sie gerade angreife. Döner hier unten vielleicht. Ja, komm, pack mal den Döner hier unten. Die Pixie hier, ich muss jetzt mal schauen, ob wir von außen. Ich denke mal, 50% werden wir schaffen. Ja, komm, werden wir schaffen, aber die Frage ist natürlich, werden wir auch in die Mitte reingehen können? Wenn noch zu viele Helden in der Mitte drin sind, brauche ich gar nicht den Versuch starten. Das sieht nicht gut aus, hier noch ein PD, da noch ein paar Helden. Der Schnitter fliegt uns natürlich schon in die Mitte rein, er wird jetzt auch angegriffen. Die große Frage, schaffen wir die 50% bevor der? Nein, haben wir nicht geschafft, ich muss nochmal angreifen, jetzt bin ich heiß. Ich bin warm, ich bin natürlich immer heiß. Und... ja, wir versuchen hier nochmal die Pixie hier drüben zu setzen. Wenig Schaden hier auf der Seite. Der Druide kann hier oben jetzt aber ein bisschen später gesetzt werden. Ich warte noch ein bisschen ab. Die Pixie macht damit nicht so viel Schaden, ist aber trotzdem essentiell für den Kampf in 3, 2, 1. Und wir setzen hier den guten, ja, komm, hau noch den Eros raus, um hier ein bisschen Schaden mehr zu machen. Die Pixie wird wahrscheinlich Hilfe brauchen. Wir warten jetzt aber trotzdem ein bisschen ab. Der Kampf, der ist hier warm, der ist hier heiß. Und der Hexenmeister, der haut hier Schaden raus, das ist auch gewaltig. Hier, zack, 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 27%, wir haben die 27% erreicht, 35%, 39%, come on, 44%. Wir kommen nur zu 47%. Kacke. Okay, jetzt muss ich mir was überlegen. Ich setze erstmal die Pixie. Wir können das schaffen. Wir setzen da die Pixie. Die Pixie wird dann hier reinfliegen. Oh Gott, ich glaube, sie wird angegriffen werden. Oh Scheiße. Okay, die Pixie, wie gesagt. Ja, wir warten noch ab. Ich will noch nicht zu früh die anderen Helden setzen. Bis sie das Goldlager zerstört hat. Und dann versuche ich hier den Schnitter. Okay, jetzt. Der Schnitter ist drin. Setzen wir hier den Dünnergott. Setzen wir den Dünnergott und warten jetzt einfach mal ab. Warten ab, wie weit wir jetzt reinkommen. Den Eros vielleicht noch, um den Schaden hier zu erhöhen. Okay. Gar kein Problem. Können wir vielleicht mit unserem Druiden von außen... Das wäre natürlich... Oh, göttlich. Schaut euch hier um. Nein, er läuft außen rum. Scheiße. Ich wollte, dass er über die Mauer angreift. Oh Gott. Okay, gar kein Problem, alles locker easy, ich will meinen Held nicht verlieren, ich werde danach auf jeden Fall mal angreifen, beziehungsweise einfach 9 Gegner raus und was er mir verdiene, 3 Flammensiege, das werde ich auch noch machen, jetzt bin ich aber gespannt und ich verspreche es euch hoch und heilig, der Held, der am Ende nächster Woche, beziehungsweise sagen wir einfach Mittwoch nächster Woche, auf Platz 1 ist, unten in den Kommentaren, diesen Held werde ich evolvieren, Kürbisherzog, Eros oder der gute Orksbane. Ihr habt die Wahl, aller guten Dinge sind drei, meine lieben Freunde. Esst nicht so viel Schokolade, esst lieber
mehr Süßes. Und ich rede schon wieder, ich bin meistens einfach so gut drauf, wenn ich Videos mache, dass ich irgendwelche Sachen rede, wo man sich wahrscheinlich als Zuschauer denkt einfach, was ist denn das für eine Potato? Meine lieben Freunde, ich bin die Oberpotato, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, dann würde man euch loben, das ist ökologisch, da tut ihr sogar noch was für meine schon längst verdorrten Zimmerpflanzen. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Habt noch ein wunderschönes Leben, macht was mit eurer Familie, mit euren Freunden, was auch immer, geht raus, spielt draußen, es ist saugeiles Wetter. Und jetzt gibt's noch einen Abschiedskuss. See you later. Alligator.